Elektromobilität bedeutet nicht nur einfach, dass da jetzt Elektromotoren reinkommen, das Auto mit Strom fährt und alles, sondern eigentlich im Prinzip ist durch diese neue Plattform, weil ja Mitteltunnel alles wegfährt, das ganze Zeug aus dem Verbrenner rausfällt, eine komplett neue Gestaltung von Innenräumen von Fahrzeugen möglich. Und ich zeige euch jetzt hier, ich bin heute bei Forvia, was da alles möglich ist, wie sich der Innenraum verändern lassen kann. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, Autofahren oder in Fahrzeugen sitzen wird bald ganz anders, als wir das bisher kennen. Also ich habe mich jetzt natürlich hier mal schön in das Fahrzeug reingesetzt und oh, jetzt sehe ich gerade schon hier bei dem Kollegen, geht der Sitz hier nach hinten. Das ist übrigens Jan hier bei Forvia für Interior Design zuständig, der uns gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen wird. Oh, guck mal, krass. Jetzt bewegt sich hier die komplette Mittelkonsole. Hier fährt jetzt ein Bildschirm aus, okay. Das heißt also, wenn ich einen Ladestopp mache mit meinem Elektroauto, kann ich hier kurz mal den Innenraum ein bisschen umgestalten und kann jetzt hier entspannt mit dir ein tiefsinniges Gespräch führen. Entweder du hast Platz beim Laden, kannst arbeiten beim Laden, oder du freust dich einfach über eine gewisse Geselligkeit mit deinen Freunden, wer da auf dem Weg ist, zum Club oder vielleicht vom Kundengespräch heim, das gut lief, die Flasche Sekt aufmachen oder ein Bier. Einfach ein gemütliches Zusammensein, wirklich ein Social-Media-Spot für dich selber, mit deinen Freunden, mit der Familie. Also ich habe das tatsächlich öfters. Ich bin ja mit dem Elektroauto viel unterwegs. Und dann ist es ja nun mal so, es liegt ja in der Natur des Elektroautos, dass ich immer wieder Ladestopps mache. Und sonst mache ich das dann so, dass wir immer wieder mit Laptops oder nochmal irgendwas schneiden, E-Mails machen, irgendein Zeugs. Ja? Und dann klemmt man sich irgendwie so hier komisch den Laptop da irgendwo am Lenkrad ein, macht den Sitz möglichst weit zurück. Also das geht in manchen Fahrzeugen so besser oder schlechter, aber komfortabel ist es nicht. Dann stelle ich mir vor, hier, ich habe ja meinen schönen Raum mit dabei, wenn man das Fahrzeug so betrachtet, und kann ja hier richtig eine gemütliche Lounge machen. Das finde ich schon mal cool. Das heißt also, ich kann je nach Bedürfnis den Innenraum des Fahrzeugs jederzeit anpassen. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil hinten passt jetzt nichts mehr in den Kofferraum rein. Könnte ich das jetzt wieder verändern? Ja, natürlich. Also wir können jederzeit wieder zurück. Aber generell, wir haben uns einfach die Tatsache zunutze gemacht, dass 90% oder 70% der Fahrten meist ohne Gepäck vollführt werden. Und da nutzen wir einfach die Tatsache, dass wir jetzt einen Flat Floor haben und können die komplette Bandbreite, die komplette Spielwiese ausnutzen, die wir zur Verfügung haben. Also steigen hier Sitze oder steht hier mein Mountainbike, mein SUP, das ich nicht mehr zusammenpacken muss, sondern einfach die Fläche nutzen, die vorhanden ist. Das heißt also, ich kann praktisch auch, wenn ich sage, ich muss jetzt viel transportieren, ich meine, in den meisten Fällen brauche ich ja den Kofferraum nicht, aber wenn ich den dann halt wirklich benötige, dann könnte ich jetzt die Sitze und alles so umgestalten und umverändern, dass ich hier richtig schönen großen Kofferraum habe? Natürlich, du kannst Sitze klappen, wie du es heute eigentlich gewohnt bist. Es ist ja nichts anderes eigentlich, nur dass wir halt jetzt längere Schienen haben, den Sitz ein bisschen weiter verschieben, aber generell ändert sich an der Tatsache nichts, wie du es heute hast von den Sitzen, nur dass wir halt die Möglichkeit haben, weil wir einen Flat Floor haben, ganz groß die Spielwiese aufzumachen. Genau, Flat Floor, das ist so das Stichwort. Ne? Das heißt, du hast nicht diesen Mitteltunnel, das wäre in der Verbrenner-Ära gar nicht möglich gewesen, sowas wie das hier. Oder? Bedingt, aber generell hast du in der Verbrenner-Ära einfach diesen großen Mitteltunnel mit Antriebsstrang und so weiter und so fort. Das heißt, ein Drehen von einem Sitz wäre gar nicht möglich gewesen, während der fest verbaut ist, oder auch das Verschieben der Konsole. Das ist generell, haben wir hier jetzt Möglichkeiten. Okay, jetzt aber mal ganz ehrlich, man hat solche, sag jetzt mal, verrückten Konzepte und sowas ja in der Vergangenheit schon mal gesehen. Ja? Ist das jetzt hier wirklich auch wieder so eine Demo? Weil das sieht ja alles schon sehr, naja, fortgeschritten aus. Oder ist das jetzt wirklich auch schon mal eine Technik, die so weit ist, dass wir das tatsächlich in Autos wiederfinden irgendwann bald mal? Generell muss man sagen, wir sind Automobilzulieferer. Das heißt, wir müssen unserem Kunden Vertrauen schaffen. Von dem her zeigen wir in erster Linie Dinge, die Automotive Grade Ready sind. Oder was heißt das, Automotive Grade Ready? Das heißt allgemein halt einfach für den Markt verfügbar sind. Also Dinge, wo wir uns sicher sind, ja, das findet in Zukunft Einsatzmöglichkeiten. Also das sind keine Spielereien mehr, das sind keine Konzepte, wilde Konzepte, sondern das ist wirklich so weit, dass man das tatsächlich, dass es bereit ist fürs Auto. Ja. Das finde ich ziemlich krass, oder? Also ich bin bereit dafür, und ihr? Ja, das sieht natürlich alles super cool aus, aber kannst du uns vielleicht einen kleinen Eindruck geben, wie das technisch alles möglich ist? Also wir haben generell hier unter dieser Konsole und unter dem Sitz einen Drehteller montiert.
ein serienreifer Drehteller. Wichtig bei dem ist, und was uns in der Entwicklung sehr, sehr wichtig war, ist, dass er sehr, sehr flach aufbaut, weil wir haben einfach die Tatsache, dass an dieser Stelle bei vielen Fahrzeugen einfach in Zukunft ein Akku sein wird. Deswegen war das einer der Entwicklungsschwerpunkte für die Drehteller. Die sind symmetrisch aufgebaut, also wir könnten statt der Konsole auch einen Sitz hier haben oder die Konsole da drüben. Das ist so ein Ermöglicher, der uns diese Spielerei, in Anführungszeichen, hier vorne ermöglicht. Und hinten haben wir rein theoretisch klassische Sitzschienen, die elektrisch verstellbar sind, wie wir es von heute schon kennen, nur teilweise mit einer etwas verlängerten Fahrweite. Also den Song finde ich schon mal gut. Was gibt es hier sonst noch Schönes zu erleben? Generell noch mehr Songs, aber im Endeffekt alles, was du eigentlich von einem klassischen HMI kennst. Nur wir haben uns halt natürlich ein bisschen mehr Gedanken noch dazu gemacht. Also du siehst hier ein sehr, sehr vereinfachtes HMI, also zwei Inhaltspunkte. Wir haben Musik, wir haben Navigation. Eher für den Fahrer interessant die Navigation oder die Musik. Aber wir können natürlich auch die Inhalte tauschen, dass, falls Navigation für dich interessant ist, ich aber die Musik ändern will, komme ich hier einfach leichter dran. Also es ist eine klassische Touch-Bedienung, wie du es von deinem Smartphone und so weiter kennst, also ein Klick und es passiert was. Wir sind aber einen Schritt weiter gegangen, haben gesagt, gut, wenn ich in einem fahrdynamischen Zustand bin, muss das einfacher gehen, dann muss ich nicht diesen Knopf suchen. Dann gehe ich hin, nutze meine drei Finger und teile die Inhalte wieder so, wie ich es brauche. Kann ich auch mal? Du kannst natürlich kannst. Ich möchte natürlich auch mal. Oh. Und wenn du jetzt mal zwei Finger nimmst und klassisch wie in ein Bild reinzoomst, landest du automatisch in der Lautstärke. Das Gute dabei oder das Wichtige dabei ist, es ist positionsunabhängig. Also ich kann das hier machen, du kannst es aber auch bei dir machen. Sprich, in einem fahrdynamischen Zustand sind meine Menüs immer da, wo ich brauche. Das jetzt nur beispielsweise als Musik. Hier kann ich aber wirklich so lauter, leiser, lauter, leiser. Sorry, ich bin Spielkind, das muss sein. Dafür ist es da. Das ist jetzt rein theoretisch nur Musik und Lautstärke und Musik und Navigation. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, noch einen Anruf tätigen willst, nimmst du halt einfach deine ganze Hand, kommst ins Menü und auch hier dasselbe. Egal, wo ich klicke, es funktioniert. Also wirklich, das HMI kommt zu dir. Nicht du musst dein HMI suchen, sondern es ist da, wo du es brauchst. Ja. Also unabhängig von dieser coolen Bedienung läuft das alles ganz schön schnell, performant und sieht auch ziemlich schick aus. Also ich kritisiere oft die Hersteller für die, nicht ganz so schöne Software-Oberfläche. Können die das bitte alle von euch übernehmen? Gerne. Telefonnummer sollten sie alle haben. Also mir ist aufgefallen, dass die ganzen Materialien, die ihr alle verwendet, die fühlen sich irgendwie richtig natürlich und angenehm und also so, es ist so eine Wohlfühlatmosphäre, so fast ein bisschen wie Wohnzimmer. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass die sich gut anfühlen, sondern gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, gibt es da ja einige Besonderheiten, die mich natürlich besonders interessieren. Ja, Wohnzimmer war das richtige Stichwort. Also wir haben ausschließlich recyceltes PET als Textil verwendet. Also die gesamten Textilien, die da drin sind, sind schon mal partout aus recyceltem Material. Dann haben wir Kunstleder verbaut. Genau, dieses obere Material, das ist auch ein nachhaltiges Kunstleder, eine Eigenentwicklung bei uns im Haus. Und was wir noch haben, ist dieses mattenartige hier unten, nenne ich es mal, das ist verpresste Naturfaser. Also das ist Hanfmaterial verpresst, ist bei uns seit Jahren im Serieneinsatz, aber eher in Strukturbauteilen, wo man das so noch nicht kennt. Aber da haben wir uns den Ansatz gemacht zu sagen, wie kriegen wir ein Material, was wir eh drin haben, von der Oberfläche so hoch anwertend hin, dass man es wirklich als Sichtbauteil dann wieder zeigen kann. Oft, wenn ich Fahrzeuge teste, dann kritisiere ich immer, dass da so Klavierlack drin sind und so. Es fühlt sich manchmal so Plastik und dadurch irgendwie, nicht natürlich, ein bisschen künstlich an. Ja, so. Und das finde ich, das kann ich euch, das müsst ihr mir jetzt halt ein bisschen auf mein Urteil jetzt gerade vertrauen, müsst euch aber selber mal anfassen, anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das fühlt sich alles irgendwie so angenehm an und das ist ja, also auch das vegane Leder, das finde ich also total krass, dass das überhaupt nicht tierisch ist, aber es fühlt sich unglaublich hochwertig an, richtig angenehm. Das ist die Zukunft, wird es überall so kommen oder ist das was ganz Besonderes, was es nur in bestimmten Ausnahmefällen gibt? Ich denke, es wird zum Großteil überall kommen müssen. Da kommen wir alle nicht drum rum. Es wird mit Sicherheit noch den einen oder anderen Premium-OEM geben, der sagt, ja, ich beharre auf meinen traditionellen Materialien, aber großteils wird in diese Richtung gehen. Super, also ich freue mich auf die Innenräume und was ja auch richtig krass ist, das habt ihr mir ja, wir haben ein Vorgespräch geführt, auch vorher erzählt, ist, dass man ja davon ausgeht, dass Elektroautos eine viel längere
Haltbarkeit haben, also praktisch über viel, viel Jahre mehr, als es vielleicht beim klassischen Verbrenner so war, die weiterleben und weiter benutzt werden, aber natürlich nutzen sich trotzdem bestimmte Materialien vielleicht mal ab über eine gewisse Zeit oder vielleicht ist da eine gewisse Farbe oder Stil drin, der mir jetzt nicht gefällt. Dann hat man die Möglichkeit, das auszutauschen und das ist irgendwie modular und ich kann irgendwas hin und weg klicken. Das musst du mir nochmal näher erzählen. Genau, also wir spielen das Thema Modularität als sehr, sehr starken Punkt, weil es einfach ein Faktor ist, der uns ermöglicht, tatsächlich besser zu recyceln, Materialien aus dem Prozess rauszunehmen und aus der Funktionalität herauszunehmen, aber halt auch zu refurbischen. Sprich, wenn das Fahrzeug seine 15 Jahre auf dem Buckel hat, die Farbe nicht mehr trendy genug ist für mich oder der Nachfolger einfach sagt, nee, rot ist nicht meins, ich will grün, dass wir einfach aufgrund der Modularität, der Strukturen, die wir schaffen, einfach Bauteile tauschen, wechseln können, refurbischen können, aber halt auch upgraden. Also du kennst es, dein Handy wechselst du jedes Jahr, weil die Technologie sich entwickelt, dein Fahrzeug hast du 15 Jahre, da ist das Display schon längst veraltet. Deswegen gehen wir ganz stark den Weg der Modularität, dass du nicht nur Oberflächen tauschen kannst, sondern auch Funktionen. Du kannst dir mehr Luxus gönnen, wenn du es kannst. Du kannst dich einfach up-to-date halten mit deinem Fahrzeug. Wow, also das finde ich total beeindruckend. Das heißt, die Zukunft, so wie ihr sie hier zeigt, ist praktisch also, dass der Innenraum sich verändern und neu gestaltet werden kann, dass die Materialien wirklich nachhaltig sind und irgendwie gemütlich, dass ich das sogar noch anpassen kann an meine Bedürfnisse. Also das ist eine schöne neue Welt, finde ich. Definitiv, aber es liegt nicht nur in unserer Hand. Es ist auch der Kunde, der bereit dazu ist, das anzunehmen und so auch dem Endverbraucher dann auch wiederum anzubieten. Guck mal, dann fragen wir doch den Kunden, würde ich mal sagen, direkt. Schreibt doch mal in die Kommentare unterhalb des Videos. Wie findet ihr das? Ja? Ihr seid die Kunden, ihr bestimmt. Ich finde das richtig gut, es gefällt mir total. Und ich freue mich schon auf den ersten Roadtrip mit so einem Fahrzeug, von welchem Hersteller dann auch immer. Forvia ist ja ein Zulieferer, das heißt, da kann ja rein theoretisch jeder Fahrzeughersteller darauf zurückgreifen. Da freue ich mich schon total drauf auf den ersten Roadtrip. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich total interessieren. Und ja, vielen Dank an Forvia für die Möglichkeit, hier solche Einblicke zu bekommen. Und hier reden wir nicht, und das ist mir ganz wichtig, von verrückter Zukunft in 20 Jahren, sondern das steht jetzt kurz bevor. Danke dir. Gerne. Ciao, tschüss.